Shooting in 3 Minutes, die Schießhose. Schießkleidung ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstung, mindestens ebenso wichtig wie Gewehr und Munition. Um 4 Ringe ist der Schnitt der Besten von den Olympischen Spielen in Rio bis zu denen in Tokio gestiegen. Das beruht in erster Linie auf festeren Jacken und Hosen, die in diesen 5 Jahren zugelassen wurden. Wer mit diesen Steigerungen mithalten will, kommt um die Anschaffung hochwertiger Kleidung kaum herum. Wenn deine Maße dem Durchschnitt entsprechen, passen dir wahrscheinlich die günstigeren Konfektionsgrößen. Maßanfertigungen sind vernünftig, wenn man eine außergewöhnliche Figur hat. You are getting the butt plate position, okay? Yes, that's okay. It's a lot of material in the shoulder. Yes, we can reduce it. This we can reduce. Auch wer perfekte Passform verlangt oder spezielle Farben, sollte sich einem erfahrenen Vermesser anvertrauen. Schießhosen der Oberklasse zeichnen sich durch besonders festen Stoff aus. Reißverschlüsse hinten und die vorderen Öffnungen erleichtern den Einstieg. Der Hosenbund mit angeschlossenem Klettverschluss vorn ermöglicht die genaue Variation der Hosenweite. Damit lässt sich der Anschlag gerader oder weiter in die Vorlage dirigieren. Eine bedeutsame Möglichkeit, um den Nullpunkt des Anschlages in der Höhe zu korrigieren. Erfahrene Schützen passen diesen Verschluss täglich an. Während der Serie kann die Festigkeit nachjustiert werden. Die Höhe des Hosenbundes bestimmt, wie weit die Stützfunktion über die Hüfte ragt. Ein erfahrener Vermesser wird hier deinen individuellen Anschlag berücksichtigen und deine Vorlieben erkunden. Sonst drückt es später. Je fester eine Schießhose gebaut ist, desto genauer muss die Weite der Beine und der Taille stimmen. Schon ein paar Kilo mehr oder weniger auf der Waage lassen das Gewand schlackern oder zwängen dich ein. Schützen behalten deshalb notgedrungen ihr Kampfgewicht im Auge, wenn die Kluft einmal richtig sitzt. Farbige Schießkleidung hat zwar ihren Reiz, ungefärbte Textilien bleiben aber länger fest. Wir empfehlen dir, vor dem Erwerb neuer Schießkleidung ein ausführliches Gespräch mit einem Fachmann. Anschließend wirst du staunen, wie ruhig dein Gewehr plötzlich liegt. Du bist zwar eingezwängt, dafür stehst du aber wie ein Fels. Wer mehr treffen will, muss sich mit einer gewissen Enge anfreunden.